Ja, dass ich das da oben jetzt komplett voll baue mit den Wassereimern und sowas. Obwohl, das ist eigentlich relativ schnell gemacht, wenn das halt so ist wie bisher, dass es halt tatsächlich eher so prototypisch gehalten ist. Ne, noch nicht so wirklich ausgebaut. Das geht dann eigentlich schon. Schon vor allem. Ja. Doch, ich mache auch hier Glas hin, damit es überall gleich ist. Falls man hier mal noch so einen kleinen Gang vorbeigräbt. Kann ja sein. Steckt man ja nicht drin in dem Gang. Das würde man auch nicht so schnell wieder rauskommen. Doch die Höhe ist ganz wunderbar. Und das Glas. Glas-Ulrich ist das jetzt. Genau, wir haben direkt zwei Glas übrig gehalten, so wie die Rechnung es vorhergesehen hat. Vorhergesagt vielmehr. Eine Rechnung kann nicht sehen. Gut, die kann auch nichts sagen, aber mal, ne, so vom Prinzip her. Zombie. Boah, jetzt kommt er von allen Seiten, hier da vorne auch. Ich leg mich mal eben. Creeper. Penau. Wir sind lange nicht mehr da unten lang gelatscht. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Ich beeile mich nach Hause. Ach stimmt, hier haben wir ja auch alles vollgepackt. Das ist schon so lange her, dass wir hier mal durchgeschwommen sind. Hallo Katze. Die hat auch so blaue Augen wie die ganzen Kühe. Und wir müssen, ich glaube, das wird tatsächlich eines der nächsten Sachen sein, die ich gerne machen möchte. Ich liege auf der Seite. Cool. Ja, das mache ich auch gerne. Dass ich nochmal nach Hunden Ausschau halte. Dass wir da nochmal ein bisschen was Neues kriegen. Nochmal ein bisschen kleinen Wuffi hier, ne? So für den Vorgarten. Das sieht doch ganz gut aus, so als Accessoire. Wäre doch ganz cool. Und so einen kleinen kläffenden Freund. Fände ich ganz gut. Also ich mag wohl auch in Wirklichkeit Hunde. Aber ich glaube, ich würde. Ich weiß nicht, ob ich selber einen haben wollte. Ich glaube, wahrscheinlich erstmal nicht. Oder ich mag das allgemein nicht so, dass auch bei Katzen und Hunden halt, dass die so viele Haare und sowas dann, und das finde ich irgendwie in der Wohnung dann nicht so schön. Ist natürlich, kann man jetzt als Grund vielleicht ein bisschen albern nennen, aber es ist halt so. So, wir haben jetzt hier dazu. Ich muss eigentlich die ganzen Dinger hier drinnen nochmal füllen. Habe ich Erde? Ja, habe ich. Hier direkt muss ich ja nichts dran machen. Ne? Das heißt, ich brauche dann nirgendwo mehr das aufreißen und dann könnte da eventuell etwas überschwemmt werden. Das ist schon ganz gut. Deswegen fülle ich das jetzt einfach mal. Dann haben wir immer Stück für Stück hier das Ding mal fertig gemacht. Das ist gut. Es entwickelt sich echt gerade gut. Ich brauche gar nicht beide Teile hier voll machen, aber ich hab ein paar doof. Es soll ja auch nicht so durch die Gegend fließen jetzt hier. So. Total abgefahren jetzt. Zack. Total abgefahren, dass es nicht funktioniert. So. Ach, stimmt, wir sind hier mehrere. So. Ich vergaß. Das Ding ist kaputt. Schön, schön, schön. Ich habe ja noch weitere Eimer, aber die lasse ich mal da einfach mal Eimer sein. Dann muss ich die ja nicht rausnehmen da. Die sind ja für oben gedacht. Nachher ist es irgendwie beleidigt, dass es, oder der Eimer beleidigt, dass man das zweckentfremdet hat. Das will ich ja auch nicht. Das sind auch hier. Das ist richtig gut. Das hieße dann, wenn wir das denn getestet haben, theoretisch, oder auch praktisch getestet haben, weil in der Theorie testen haben wir ja schon, aber. Auch praktisch, ne? Wenn das dann alles funktioniert, hier könnte man theoretisch auch, wenn wir uns den unteren Sachen da widmen, das nochmal die letzte Sache da rein zu basteln, da können wir dann vorher ja nochmal eben hier oben überall was anpflanzen, damit das in der Zeit dann schon mal schön vor sich hin wachsen kann, ne? Und dann ist da ein Zombie. Das ist ja meistens so, wenn man irgendwie Gärtnerei betreibt, dass da plötzlich ein Zombie ist. Oder Landwirtschaft. Solche Maschinen baut man nicht im Garten meistens. Sei denn, man hat einen großen Garten und Langeweile. So. Ist eigentlich schön, dass man hier in Minecraft so viel freiwillige Landwirtschaft und Gartenarbeit macht.
Obwohl man das wahrscheinlich in Wirklichkeit nie machen würde. Vielleicht, also ist natürlich auch, manche machen das ja gerne, ne? So im Garten ein bisschen tüdeln. Kann ich auf gewisse Weise auch verstehen, dass man quasi so sein Revier hat, in dem man halt ein bisschen rumbaut. Man freut sich dann daran, dass das, was man gemacht hat, gut funktioniert. Dass das da halt wächst, dass es am Ende schön aussieht. Und man hat halt eine Beschäftigung. Man ist halt an der frischen Luft und alles. Aber wenn man halt keinen eigenen Garten hat, dann hat man auch nicht die Chance, das zu machen. So, ja, ne? Ich glaube, die ganzen Seiten, das ist alles bewässert, das ist alles gefüllt. Hier oben ist noch so ein bisschen, ja, ein bisschen Verkleidung, das muss noch zugemacht werden. Sieht doch von oben auch ganz cool aus. Sieht so technisch aus. Das ist man gar nicht gewohnt hier aus der Welt. Die Werfer habe ich dabei, hier oben ist auch alles richtig angeschlossen. Das sieht ein bisschen komisch aus, dass die Teile hochstehen, aber vielleicht machen wir das noch ein bisschen anders hier aus rein optischer Geschichte. Die müssen zwei raus und dann noch weiter. Zwei und mehr. Jetzt kommen die hier an der Seite raus. Wie gesagt, das soll jetzt erstmal so, damit es überhaupt funktioniert. Das muss einen runter, das ist blöd. Warum muss das da runter? Au. Das kam von Herzen, das Au. Sieht vielleicht ein bisschen klobig aus, auch das. Ja, das ersetzen wir dann später einfach, falls es doof aussieht. Das ersetzen wir dann durch Treppen und dann ist es auch subi. Ich will das jetzt einfach nur mal funktionabel haben hier. Auch da geht es dann so zu der Seite hin. Und von den der noch rausgeht, das mache ich dann von oben. Hallo, lass mich da hoch. So. Das geht dann schon. Das ist ja relativ schnell gemacht jetzt hier. Ist ja alles nos problemos. Dann ist da so. So, es ist alles richtig. Na, das fließt ja dann direkt in der Mitte dahin, genau. Wunderbar. Wunderbärstig ist das. Oh, das war falsch. Das ist total unwunderbarig. Da lobt man sich gerade noch mal ein bisschen selber, ne? Und dann ist das direkt falsch, was man hier macht. So, und nach oben mit uns. Man darf sich halt nicht loben. Das könnt ihr dann ja gerne tun für mich. Also nicht euch selber, sondern mich. Das war jetzt irgendwie falsch. So. So, so. Das war's. Da kann jetzt der eine da unten. Ah ne, habe ich ja keinen. Das war ja der hier. Stimmt. Ich komme schon ganz durcheinander. Der Werfer darf zu einem anderen Werfer. Werfer waren richtig, ne? Das haben wir da hinten ja auch so gemacht. Da kommt das Klöppelchen hier rein, da kommt das andere Eimerchen hier rein. Der Red Stone kommt hier, der kann hier einfach rumgeprimelt werden. Wie so eine kleine Primel halt, ne? Deswegen sagt man das ja so. Vielleicht, und genau, die Teile kommen dahin und dahin. Zack. Zack. Boah, wie leer das Inventar auf einmal wird, wenn man den ganzen Schmonsens von sich schmeißt. Das war der falsche Stein. So, zack. Das verbunden, das jetzt hier noch ran und ich, das sollte eigentlich jetzt alles irgendwie machbar sein. Hier unten ist sicher, das ist auch überall abgesichert, ne? Das ist sogar das Schöne, ist, wir kriegen gleich den Stein zurück, der da unten liegt. Komm, ich schmeiß hier einfach mal Redstone hin. Wobei, wenn er in der Mitte drauf liegt, das ist doof, da kriegen wir den nicht. Alles, was in der Mitte auf dem Steg liegt, das ist verloren. Zumindest, wenn wir da nicht selber nochmal per Hand beigehen. Komm, dann mache ich das hier mal eben so. Streu. Streu. Ich bin Streusalz. Alle sind aktiviert. Ich mache erstmal alle aus. Das ist ja eigentlich der Test, weil das, was die Technik dann macht, oder das hier unten, das ist ja die Teile auszumachen. Einer geht an. Welcher ist denn das? Der hier. Ist nicht angeschaltet.
von der Seite. Na, dafür testet man das ja. Okay, das reicht doch nicht von der Entfernung her. Das ist okay. Das war wahrscheinlich, weil wir das hier umgelegt haben, hat sich das noch geändert. Das Blöde ist jetzt, das war... Ja, war das gut oder war es nicht gut? Wenn der läuft ja jetzt... Welcher war denn das jetzt? War das der? Yep, war es. Das heißt aber, hier, keiner von den Teilen geht an. 1, 2, 3, 4. Alle vier müssten angehen. Yo! Ach, schön, ist das schön. Guck mal, ist das schön hier. Herrlich. Alles so wässrig. Ist echt schön. Es hat was. Ich mag das Design. Und der Stein schwimmt weg. Ein bisschen hakelig wegen des Servers. Aber da kommt es da unten rein. Wir haben auch gehört, das Ding ist ausgefahren. Genau so soll das ganze Ding sein. So ist das schön. Das heißt, jetzt wieder draufdrücken, dann gehen wieder alle aus. Es geht sogar, na doch, klar, es geht zeitgleich, logischerweise. Dann mache ich die alle mal aus. Dann müssen wir später noch rausfinden, welches Feld in welches ist und machen da entsprechende Sorten, oder hier oben in die Schilder dann entsprechende Sorten rein. Auf dem einen bauen wir jetzt Repeater an. Damit wir da ganz viele von kriegen werden. Ja, aber dass man halt oben sich hier markiert, welches Feld denn jetzt eigentlich was genau tut. Kann man halt hier ein kleines Schildchen hinmachen. Und dann hat man hier unten halt das entsprechende miteinander verbunden, rein auf optischem Wege. Ja, das hier da und das hier da, das gefällt mir nicht. Das mache ich, glaube ich... Nee, ich glaube, das mache ich beim nächsten Mal tatsächlich. Ich werde ja merken, dass es hier fehlt. Weil ich habe jetzt hier tatsächlich lang genug aufgenommen. Ich merke das schon so ein bisschen an der Stimme. Und wahrscheinlich ist meine Motivation auch gerade eher so, oh, ich klinge wahrscheinlich gerade nicht sonderlich motiviert oder ich kann das gut überspielen. Hurra! Wobei ich tatsächlich sehr motiviert bin. Weil das, ich muss sagen, gerade so die letzten Momente, das ist halt, ne, so den Feinschliff, dass es dann funktioniert, das ist immer so, das ist so der spannendere Teil. Nicht hier den ganzen Kram ausheben und sowas, sondern dass es funktioniert. So, wo ist das Minecart? Das Minecart ist bei uns im Gepäck. Das will ich nochmal einmal eben da rumschubsen. Falsch, so. Denn wir haben das ja jetzt. Reicht der Schwung da jetzt? Habe ich hier irgendwo was Beschleunigendes? Nein. Ich mache es jetzt einfach mal hier unten. So, zack. Komm, ich übertreib's mal. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Es wird schon wieder Nacht. Das Minecart kommt darauf, dann fährt es zumindest nicht weg. Und jetzt können wir das da reinschubsen. So. Ich habe keine Ahnung, wir müssten gleich so ein paar Cobbles kriegen. Und das war es dann, glaube ich, auch schon. Ne? Der Redstone müsste ja da hinten auf dem Mittelteil gelegen sein. Aber wer weiß, vielleicht ist es da ja doch noch irgendwie reingeflutscht. Gut, man muss sagen, es dauert halt eine ganze Weile, bis das Ding hier wieder ankommt. Da wäre das vielleicht mit Trichtersystem, dass man das von allen Seiten hier einfach in der Mitte zusammenführt, etwas schneller gewesen. Aber es klappt tatsächlich. Vor allem, wenn die Dinger halt voll sind an der Seite, dann ist da ist ja mindestens ein Stack dann drin, wegen dem ganzen Feld. Es dauert dann halt ein bisschen. Aber in der Zeit, während man wartet, kann man ja hier die ganzen Sachen wieder aufernten. Das heißt, je mehr Felder man abgeerntet hat, umso länger dauert das, bis es hier ankommt. Aber umso länger braucht man halt auch, um das wieder alles aufzuforsten. Ach, guck mal. Ich würde sagen, das funktioniert. Das ist super. Wow. Doch, ich glaube, komm, ich hau hier nochmal eben die Teile an die Seite ran. Ich mache das mal eben heile von außen. Das kann ich doch nicht so lassen. Was soll ich denn denken bei der nächsten Aufnahme, was ich da für einen Unsinn getrieben habe? Aber erstmal Tag. Fupp, Tag. Die ganzen Schienen kann ich eigentlich... Ne, die lasse ich nochmal im Gepäck. Steine sind da unten. Die schönen Steine. Oder überhaupt Steine. Ich brauche das, ich brauche das, ich brauche... Ja, das war's.
Hier auch, wo überall Fackeln und Beleuchtung und sowas hinkommt, das wird alles noch kommen. Das müssen wir uns noch überlegen. Hier das ganze Äußere, auch hier vorne, das sieht... Ich glaube, ich mache das mal mit den Teilen hier eben. Wobei ich wahrscheinlich jetzt nicht genug davon mit habe, um das hier komplett zuzumachen. Nee, komm, hier macht das aus dem Zeug hier, damit das sieht dann, glaube ich, besser aus. Das war auch okay. Weil ich müsste sonst die Teile hier wieder wegreißen. Aber ich denke, das ist schon ganz gut, wenn das so ein bisschen, wenn der technische Teil hier quasi so aussieht. Hier oben müsste dann noch eine drüber, aber ich will zumindest das Minecart noch anschubsen können. Ja, dann sieht das hier auch von hier vorne noch ganz okay aus. Ja, ist glaube ich ganz gut so. Da, das hier muss Erde, warum muss da Erde hin? Ich dachte, ich hätte das gemacht. Ich dachte, ich wäre fertig geerdet. Huch. Ja, und der Eingang hier, ich glaube... Ja, wo macht man den am besten hin? Vielleicht den von da oben aus runter. Oder man macht das hier halt an der Seite. Der Weg ist dann nicht so weit bis hier vorne. Das heißt, die Richtung ist dann schon mal noch passend. Ich lasse das aber erstmal so, um da noch reinkommen zu können. Hier drin, das sieht so geräumig aus. Zumindest hier vorne. Ist halt nicht wirklich optimiert von den ganzen Gängen, wie das denn zu sein hat. Auch hier drinne, das muss noch, da will ich tatsächlich noch den ganzen Kobbel da reinklatschen. Halt die Erde an den Seiten zumindest raus und dann den Kobbel rein. Aber habe ich ja schon öfter mal gesagt, ne? So. Jetzt müsste ja eigentlich, wenn ich das gegenüber so mache, müssten die ja auch gegenüber da oben sein, oder? Wow. Krass. Andersrum genauso. Ja, an welcher Stelle genau ist, das machen wir später. Ich würde sagen, ich bleibe mal hier vorne einfach stehen. Wir machen eine kleine Aufnahmepause. Bis zum nächsten Mal hier bei Minecraft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig jetzt hier die ganze Zeit. Und ich hoffe, es war auch nicht zu kompliziert. Es war aber letztendlich ja immer das Gleiche hier, was wir dahin gezimmert haben. Aber ich hoffe mal, es war schön. Und es hat euch eine Freude bereitet, mir zuzuschauen. Und zuzuhören bei Themen, die total unthemig waren. Muss ich mir mal fürs nächste Mal noch ein paar Sachen aufschreiben. Aber ich musste tatsächlich mal ein bisschen nachgrübeln über den ganzen Kram hier. Das war nicht so, dass man irgendeine so eine stumpfe Tätigkeit gehabt hat, wo man einfach mal so eben nebenher hätte quatschen können. So, naja, ist auch egal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss, hey, hier bei Minecraft.